Ganz einfach. Bist nicht gestorben, Lever. Hast toll gemacht. Oh, ich müsste jetzt echt langsam mal eine Aufnahmepause machen. Scheiße, das haben die da gerade geschossen. Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Dieser... Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Dieser Hase. Geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch aber... die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Alex. Was immer hier passiert. Und Dr. Whitman. Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich glaub, das Ende ist sehr nah. Ich weiß nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu was. Das sind doch schon wieder Stürme im Hintergrund. Wir wissen noch, was wir vorhaben. Wir wissen, wir werden gleich ein Boot benutzen. Also kommen die Stürme. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Wie sieht man, wo man hinfährt? Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein. Sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch.
Es kommen keine Stürme. Vielleicht weiß die ja, dass wir gar nicht vorhaben, ins Meer, also weg abzuhauen, sondern wir haben vor, noch ein bisschen da zu bleiben. Noch ein bisschen. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen. Ei, jetzt hab ich da Bock mehr. Rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Er schießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Gute Einstellung, also schießt auf Dr. Whitman. Wir halten dir den Rücken frei. Es tut mir leid, aber ich mag den echt nicht. Ich hasse den mittlerweile. Aber Lever mag den anscheinend auch nicht mehr. Schießt auf alles, auch was nicht wie Sam oder ich aussehe. Und Dr. Whitman sieht nicht wie die beiden aus. Vermute ich jetzt einfach. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Das haben wir nicht. Deckt sich das Kloster. Da ist nichts passiert. Nee, die Pistole, die mag ich auch mittlerweile. Der Bogen ist auch cool, aber die Pistole ist auch nett. Beide nett. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Der gute Doktor. Was zur Hölle tust du mit mir? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Nein, wirst du nicht sterben. Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Japanische. Eure, Mein Bruder! Dr. Whitman ist tot. Yes! Das sind ganz schön alte Soldaten. Lewa. Bitte. Lass. Du musst mit dem Pistölchen da dran schießen. Das bringt nichts. Ja, viele Leuchten. Ah, sind das Römer gewesen? Könnte sein, oder? Zumindest komme ich aus der Zeit, oder? Vom Schilden her. Ich mache euch kalt. Das war nicht sehr schlau von mir. Normal macht man eine Tür zu, nachdem man durchgegangen ist, nicht während man durchgeht. Hat schon. Sehen wir diese Tube der Farbe, einfach alles weiß machen, was man machen benutzen kann. Scheiße. Sei still.
den will ich mich wirklich nicht anlegen, außer falsch machen. Der Typ hat's versucht, die Typen. Und dann sieht er, was draus wird. Scheint die erste Person, die ihr Leben so weit gekommen ist. Ich glaube nicht, dass die Typen da... Wieso haben die Munition dabei? Haben die aufgesammelt vielleicht? Das würde Sinn machen. Munition habe ich noch. Okay, reicht. Aber das ist echt eine gute Frage, ob die noch leben. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Explosiv, normal, Brand. Entschuldigung. Betet ihr? Ja. Was ist denn hier drin? Ach du Scheiße. Schieß weiter! Halt sie zurück! Das sind viele. Ach du Scheiße. Sieht aus, als ob die ganze japanische Armee umgebracht hätten. Und die haben es nicht geschafft, sich zu verteidigen? Scheint irgendwie so.
Lever kommt, alles geht kaputt. Ich meine, klar, irgendwann muss es kaputt gehen, aber irgendwie immer, wenn Lever kommt. Das wird nicht schön.